Hi und willkommen zurück zu LKM. Heute machen wir was Besonderes, denn wir bauen uns wieder ein paar wunderschöne OP-Tools. Einen Ring und einen wundervollen Stab. Was die können, jetzt und mehr, seht ihr in der Folge. Los geht's. Jetzt und mehr war, glaube ich, falsch, oder? Aber ansonsten ging's. Wir brauchen jetzt einmal den Stab von den Sternen. Der placed unlimited Torches. Das hört sich schon mal gut an. Dann brauchen wir noch so einen. Wie viel brauchen wir denn davon eigentlich? Staff of the Stars. Der placed unendlich Fackeln. So, und den kann man jetzt irgendwie mit einem Schwert kombinieren. Ne, womit? Mit der Axt? Kann man das so machen einfach? Oh, yo. Ich dachte, das wäre schlimmer. Let your packs light in the world. Okay, warte. Shift und Rechtsklick. Wie macht man das an? Sneak right click to toggle on off. Jetzt ist false. Und true. Und dann macht er automatisch da Fackel. Ah, ne, da. Okay. Ah. Krass, jetzt braucht man nie mehr Fackeln mitnehmen, ne? Achso, ja klar, ich kann ja keine Fackeln schießen. Boah, voll gut. Und wenn man ausmacht, habe ich... Oh, scheiße, jetzt habe ich hier so komische Grasding gemacht. Oder auch Weg genannt. Okay, das war easy. Jetzt machen wir noch einen richtig guten Ring. Ich hoffe, wir können den machen. Ring off ist immer gut, glaube ich. Teleportiert zur gespeicherten Location. Das hört sich super gut an. Wir brauchen einen End-Gobber-Ring. Oh, wir haben keine Endbarren. Ui, warum? Was fehlt denn? Krass, einfach mal kein Gobber mehr. Und dann brauchen wir das hier. Und jetzt habe ich ja super krasse Ringe. Ich kann mich einmal hin teleportieren und wieder zurück zum Bett. Und da kommt natürlich auch noch Soulbound drauf. Jo. Wie mache ich das jetzt? Warte, nochmal lesen. Sneak right click on the top of a block to set. Ah, okay. Gespeichert. Und wenn ich so mache? Ah, das ist ja mega OP, ne? Was Peter nicht wusste. Um eine neue Location zu speichern, müsst ihr den Ring zurücksetzen. Dafür einfach den Ring ins Crafting-Feld legen. Also Verzauberungen für den Arsch. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir folgendes. Wir nehmen jetzt mal unseren Kompass und suchen mal ausnahmsweise nach diesen Items hier. Woher waren die nochmal? Die waren von irgendeiner Modifikation. Ja, genau. MC Dungeon Artifacts. Und wenn wir jetzt hier reingehen und sagen MC... Geht das? Nach Mod? Name? Source? Source. MC Dungeons. Kann ich das eingeben? Nee. Kann ich aber Dungeons eingeben? Nein. Muss ich wohl durchblättern. Pexel noch verzaubert? Oh. Ah. Ich glaube, meine ganzen Verzauberungen sind jetzt weg. Nice. Bei Source. Ach krass, man kann sogar hier nach den Bossen suchen. Void Blossom, Obsidelete Arena, Moosstrukturen, Graveyard, Readycraft. Hier, Dungeon Arise. Tower of the Wild. Ich glaube, man kann nicht nach den Sachen suchen, ne? Also man kann nicht speziell nach dieser Mod suchen. Also muss man einfach irgendwelche Dungeons machen und gut ist, glaube ich, oder? Oh krass, wir können auch in den Himmel auf einen anderen Planeten. Können einfach in allen Dungeons spawnen. Ja, dann komm, dann go einfach, oder? Hier haben wir den Ring of Teleport. Kann nur gut werden. Los geht's. Wo waren wir denn noch lange nicht? Schon lange nicht. Wir sind in viele Richtungen geflogen. Einfach so ein Stern. Hier ist nur Eis, ne? Wir fliegen jetzt mal nach da. Moin, schon wieder zwei Kisten. Aber ich glaube, da kriegt man nichts Tolles, ne? WTF, was ist denn da passiert? Ach, wegen Lightning 1? Aber nicht immer, ne? So ein Feuerball, Junge. Einfach mal so ein Megablitz. Ah, cool, eine Oberweltgeode. Wer kennt sie nicht? Aber dafür, dass hier wie viele Strukturen sollen hier drin bleiben? Ich meine, klar, ein paar sind unterirdisch, ein paar sind überirdisch. Aber das war noch eine immens hohe Zahl, oder? Das hatte ich doch in der ersten Folge sogar mal gezeigt. Wie viel war das nochmal? Weiß das jemand? Robi? Ach so, klar. Über 150 neue Strukturen. Aber vielleicht bist du nur zu dumm. Ja, aber wo sind die denn dann alle? Wohin? Wir im Kreis geflogen, ne? Oh Mann. Ah ja, und die Hose wollten wir nochmal leer machen. Ein Book. Auch beste Erfindung, ey. So, ich werde stärker, wenn ich Full Health habe. Das ist schon mal geil. Und ab in die neue Dimension nochmal eben. Jemand sagte auch letztens, dass die Mod blöd ist, weil die nicht funktionieren würde. Aber wenn man die Mod so aufbaut, dann sollte man auch dieselbe Version spielen wie ich. Wenn man eine neuere Version spielt, ist die Mod wieder anders. Deswegen immer nur mit der aktuellen Version vergleichen, die man selber spielt.
du Scheiße, was ist denn hier wieder los? Guck mal, da sind alle durchgelaufen. Jetzt sind hier wieder voll viele Portale. Och nee. Das ist aber nicht die Hunting Dimension, ne? Das ist irgendeine andere Dimension. Aber was mich halt interessiert, wir sind jetzt hier auf Höhe 60. Ob es hier noch krasse Sachen gibt. Lol, man kann hier raus? Ich dachte, das wäre so eine Welt nur mit dem Zeug. Oh Mann, ey. Hier gibt auch Strukturen, cool. Also ja, es gibt hier auch Strukturen. Aber ich dachte immer, dass diese Dimension nur auf den unteren Bereich begrenzt wäre. Einfach so eine, wo man, keine Ahnung, Sand farmen kann und Sandstone. Mann, das wäre eine richtig gute Kiste. Hallo, flieg jetzt. Man noch zwei Schläge braucht, ne? Ob die sie immer übergeben müssten. Feather Falling. Oh, was ist da denn? Skeleton. Hallo, ich wollte nicht stören. Ich hoffe, ich wecke keinen. Autropike. Gegen Magie. Nehmen wir mit. Nimm noch den Kompass, Junge. Ja, aber wonach soll ich denn suchen? Aber hier sind die Strukturen näher verteilt als in der anderen Welt, ne? Geil. Cooldown. Steht nicht, was das kann. So, was ist hier denn drin? Ach, in sowas waren wir auch schon mal, ne? Dann haben wir hier noch ein Haus. Hallo. Mit einer Matratze drin. Hier oben ist doch bestimmt eine Kiste, oder? Da. Oh, da ist eine Kiste. Das war schon mal nix. Hier steht Hunting Dimension. Da steht auf jeden Fall immer bei, wo man das findet, ne? Dimension irgendwo. Kann man nach Dimension? Ja, Dimension ist gut. Hier Hunting Dimension. Ah ne, wir brauchen nicht Hunting, wir brauchen Mining Dimension. Hier ist die Mining Dimension. Das Kolosseum. Okay, wir haben ein Ziel. Nur 5000 Meter. Der Shiraz-Tempel ist in der Wüste. Warum bin ich denn immer oben? Und der ist voll nah dran, der Shiraz-Tempel. Nämlich 800 Meter. Da gucken wir jetzt mal. Wir haben auch nicht mehr so viele Raketen, ne? Na, 5000 Meter wäre damit echt sportlich gewesen. Fängt einfach mal ein Raid an. Sorry, Jungs, muss weiter. Doch keine Zeit. Ich glaube, wir haben den Shiraz-Tempel gefunden. Ist er das? Ich glaube, ja. Enter Sandman. Moin. Okay, den haben wir. Weiter geht's. Ja, dieser Ring war sehr beeindruckend. Wir gehen mal ganz kurz zu die Wand. Da sind wir wieder. Ich glaube, ich habe nur gerade das Eingangsgebäude gesehen. Kann das sein? Ein Wither-Skeletten-Spawner. Willkommen, willkommen. Hab. Boah, unsere Mob-Farm wird ja dann übelst krass. Also übelst krasser, ne? Bettenlager, Kistenlager hier oben. Ja, echt ein großes Gebäude. Wir gehen nochmal unten gucken. Moin. Sind gefühlt 1000 Spawner drin, aber sehr schön gemacht. Ne, hier ist nichts mehr. Lol, eine Kiste. Oh mein Gott, was war da drin? Spawner-Husk. Ich glaube, das sind immer andere Wither-Skeletten, oder? Komm, den Schadmon nehmen wir, oder den Schad nehmen wir jetzt mal mit. Das Walross, eine Mütze. Okay, bist dabei. Einfach eine Netherite-Rüstung, Alter. Der hat Netherite. Warum hatte der Netherite an? Hier, die Husk droppen aber nicht ihre Rüstung, glaube ich, oder? Damit könnte man echt eine Fleischfabrik bauen. Davon haben wir schon ein paar. Hier auch einfach mal ein Netherit-Schwert. Aber gut, das ist auch natürlich heftig hier drin, ne? Drei Herzen noch. Unsere Energie ist gleich weg. Der war nice. Okay, wir haben quasi jetzt in dem Dungeon abgespeichert. Da können wir jederzeit wieder hin. Wir haben hier einiges an Verzauberungen drauf, die wir eventuell mal runternehmen sollten dann.
Einfach mal so viele Spawner mitgenommen. Und die Beleuchtung reicht noch sehr gut. So, ich bin gespannt. Achtung. Ja, und wenn wir dieses Mega-Projekt machen, ist das hier wirklich echt noch eine minimale kleine Mob-Farm, ne? Und? Was bringen die Wither-Skeletten? 4 Köpfe schon. 5. Ja, das ist doch mal ordentlich. Dann kriegen wir auf jeden Fall die Gobber-Rüstung easy gebaut. Ja, nice. Ich glaube, dann farme ich hier nochmal ein paar Schädel und dann können wir uns das nächste Mal... Ah ne, wir brauchen noch mehr Gobber, ne? Aber ich farme hier schon mal ein paar Schädel für Nether-Stars und dann kann man irgendwann auf jeden Fall mal die Gobber-Rüstung machen. Deswegen würde ich sagen, tschüss!